Seid ihr herzlich willkommen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich empfehle immer, im Gegenwart zu sein, den Tag leben, weil die Vergangenheit kehrt nie wieder zurück in dieser Form, wie du das erlebt hast. Und die Zukunft sollen wir schon orientieren, aber wenn alles ungewiss ist, dann löst Ängste aus. Also wir bleiben im Gegenwart. Wir sind immer dort, wo unsere Füße stehen. Aber neugierig sind wir trotzdem und hier, diese Bilder zeigen Vergangenheit, hier die Mitte, diese einzelnen Karte zeigt die Gegenwart und hier sehen wir die Zukunft. Ich habe heute das Gefühl gehabt, wir brauchen wieder Bergkristall, damit wir Klarheit bekommen. Und Bergkristall hat auch eine reinigende Wirkung. Was war in Vergangenheit oder was kehrt wieder zurück von Vergangenheit? Hier sehen wir die Feuerelement und das bedeutet Kraft, Mut, Bewegung. Hier setzt jemand etwas in Bewegung, das bist du nicht, sondern diese Person im Hintergrund sucht wieder den Kontakt zu dir, sucht deine Nähe. Hier Merkur-Symbol spricht auch für Kommunikation oder für ein Nachricht. Und hier die Schütze-Symbol kann das von Ausland kommen. Aber dich interessiert das nicht, weil diese Karte der Tod bedeutet, du möchtest diesen Kontakt endgültig abschließen. Kann auch sein, er hat was abgeschlossen und er möchte das mit dir mitteilen. Da ist aber nochmal jemand, ein Bewunderer. Er schaut auf dich und du zeigst deine Weiblichkeit, deine Sinnlichkeit und kommt mehr Leichtigkeit, mehr in Bewegung. All das hat mit Erinnerungen was zu tun, mit deiner Vergangenheit was zu tun. Also hier zwei verschiedenen Personen, die zurückkehren. Bei der einen möchte es den Kontakt nicht oder kann auch bedeuten, er hat etwas abgeschlossen und berichtet. Aber hast du noch hier einen Verehrer und diese Karte bedeutet schon mehr Leichtigkeit, die Luftelement, das Spielerische und das symbolisiert auch Kommunikation. Jemand möchte mit dir reden und vielleicht etwas mit dir bereinigen. Diese Gegenwart sehen wir hier, du suchst etwas, du bückst nach unten. Sollst du aber stark sein, aufstehen, weitermachen, nach vorne schauen. Und sei sicher, hier kommt etwas auf dich zu, ein wichtiges Gespräch. Du musst die Kontakte nicht suchen. Und die Zukunft sehen wir hier. Die Verliebtheit, aber auch sehr viel Leidenschaft, kommt mehr Leichtigkeit, hast du tolle Ideen, zeigst du deine Weiblichkeit. Und hier dieser Schmetterling bedeutet auch die Seele, eine seelische Verbindung und kommt ein Wechsel. Du wirst etwas hinter dir lassen und einen Schritt nach vorne gehen, springst in diesem Wasser, hat auch eine symbolische Bedeutung, weil das zeigt deinen Gefühlen, euren Gefühlen. Und wieder die Merkur-Symbol. Und das heißt, jemand möchte mit dir sprechen über Gefühlen. Weil hier ist das Krebs-Symbol. Und das gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert schon die Gefühlen. Aber mit Leichtigkeit. Hier sehen wir auch diese Leichtigkeit und du zeigst auch sehr viel Emotionen, zeigst du auch Leidenschaft und deine Sinnlichkeit.
Also geht voran, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft, aktuell ist es wichtig, die Kommunikation oder jemand sucht die Kontakt, wirst du wichtige Nachrichten erhalten. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.